Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute ein etwas anderes Format, als man es normalerweise von uns gewohnt ist. Wir haben nämlich ganz, ganz viele Anfragen bekommen und deswegen wollten wir jetzt noch ein Video dazu machen, wie man aus so einer ganz normalen Digimec Squareface Starlink-Schüssel sich eine Starbox baut und warum ihr sowas vielleicht auch machen solltet. Wir haben Starlink seit knapp 2 Monaten jetzt bei uns in unserem LKW in Betrieb gehabt. Wir sind momentan entlang der Panamericana unterwegs, heute hier aus Mexiko. In unseren eigentlichen Videos hängen wir noch ein bisschen hinterher. Und dieses ewige Auf- und Abbauen, das funktioniert zwar, aber ist ein bisschen umständlich. Wir haben immer das Kabel aus dem Fenster raushängen lassen müssen. Es war immer so ein bisschen, ja, wenn man es aufgebaut hat, hat man immer so ein bisschen Schiss gehabt, ob nicht irgendwer in der Nacht kommt und das dann mal schnell einpackt. Drum haben wir nach einer anderen Lösung gesucht, wie wir das so ein bisschen sicherer und permanenter gestalten können. Wir haben uns lange überlegt, ob wir es vorne drauf montieren mit diesem kleinen Angle Mount, den Starlink ja verkauft, was bedeutet hätte, dass wir es aber immer noch anstecken und aufstellen hätten müssen. Und darum haben wir uns für uns idealste Lösung entschieden, nämlich so eine Starbox zu bauen. Das Ganze ist gleich mal vorweg am Anfang nichts für ganz schwache Nerven, weil man die Schüssel hier aufbohren und zerschneiden muss, aber es geht. So, und nach den ganzen einleitenden Worten spulen wir jetzt mal 2 Wochen zurück und ich zeige euch, wie wir den hier gebaut haben. Also, was ist der Plan? Der Plan ist, wir werden den hier abschneiden, das ganze Kabel ausbauen, den Motor ausbauen, das kommt alles weg. Und es wird dann in einer Box, die wir uns jetzt bauen werden, kommt das flach aufs Dach montiert. Hier in dem Oberschrank da drinnen landet dann der Router. Wir werden da neben dem Lüfter durch den Oberschrank rausbohren, weil da haben wir schön Strom drinnen. Dann kommt da oben das Kabel raus und dann montieren wir die Box auf dem Dach. Und dann können wir das A während der Fahrt benutzen, was jetzt nicht so super wichtig ist. Aber wir brauchen es nicht mehr auf- und abbauen. Es kann nicht mehr geklaut werden und gar nichts. Und dann sollte das klappen. Wenn ich sage, wir haben eine Starbox gebaut, muss ich eigentlich sagen, wir haben mit Hilfe von Uli von Unimog Reise und Rico von den Itchy Wheels eine Starbox gebaut. Die beiden können besser mit Holz und Werkzeug umgehen, als ich sie könnte, und ohne die beiden hätte die Box wahrscheinlich nur halb so gut ausgesehen und viertel so gut funktioniert. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns bei Home Depot Pressholzplatten gekauft, die vor Ort komplett falsch zugeschnitten wurden. Zum Glück haben wir aber einen Uli dabei und Uli hat so ziemlich alles an Werkzeug dabei, also haben wir das Holz erstmal auf die richtige Länge zusammengeschnitten. Die Seitenteile haben wir dann nach Vorbohren mit 8x1¼-Inch Holzschrauben aus dem Baumarkt auf der Bodenplatte verschraubt und als Deckel eine Plexiglasscheibe gekauft, damit der Starlink auch den Himmel sieht. Wer heute bestellt, nur 3000 Euro. Ja, das ist ein Wort. Mit Signatur. Signature Edition. Tag 2 an der 3000 Euro Starbox. Nachdem wir alle Kanten mit Zickerflex abgedichtet hatten, haben wir die Winkel, mit denen die Box aufs Dach montiert wird, mit Einschlagmuttern an der Box befestigt. Winkel haben wir aufs Dach geklebt. Jetzt wird hier noch lackiert. Und dann kommt der große Moment, wo das Starlink zerschraubt wird. Ach. Danach ging es also dem Starlink direkt an den Kragen. Wir haben zunächst Plan A verfolgt und versucht, ob wir den Schlitten mit dem Kabel direkt aus dem Fuß gezogen bekommen. Da wir aber nicht genug Kabelspiel hatten, sind wir dann zu Plan B übergegangen, den wir eh schon vermutet hatten. Und zwar, dass wir erst einmal den Motor ausbauen, bevor wir dann das Kabel aus dem Fuß fehlen. Aufgepasst, hier kommt der Clou an der Sache. Das Motorabteil des Starlink ist mit Lüftungslöchern zur Umgebung hin offen und somit nicht abgedichtet. Die eigentliche Dichtung liegt nämlich weiter innen. Verletzt man also diese innere Dichtung nicht, bleibt das Starlink wie im Original dicht und man braucht es auch nicht weiter abzudichten.
Das ist möglich, wenn man die Box flacher bauen möchte. Da wir das aber nicht brauchen, haben wir uns somit für die einfachere Variante entschieden. Wir haben also mit einem Sicherheitsabstand nach innen zu den Beliftungslöchern abgeklebt, wo wir später reinschneiden wollen. Wer jetzt einen Dremel dabei hat, ist klar im Vorteil. Den hatten wir aber nicht dabei, also mussten wir improvisieren. Aus Klebeband haben Rico und Uli um den Bohrer einen Anschlag gebaut, damit wir nicht bis auf die Platine runterbohren. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Danach kam aufgrund des fehlenden Dremels die Flex zum Einsatz. Gut wieder mal, wenn man einen Uli dabei hat, der mit der Flex auch umgehen kann. Gegen Ende sah das Ganze dann so aus. Danach haben wir begonnen, Stück für Stück das Plastik wegzubrechen und den Motor freizulegen. Bricht man dann auch noch die Brücken raus, lässt sich der Motor dann nach vorne einfach rausheben. Die beiden Kabel des Motors links und rechts kann man dann abziehen und das eigentliche Starlink-Kabel ausfädeln. Jetzt hat man mehr Kabel zur Verfügung und kann das machen, was wir initial direkt versucht haben. Am Arretierungsknopf fährt man mit einem spitzen Gegenstand hinein und hebelt den gesamten Schlitten, der das Kabel hält, aus dem Fuß hinaus. Dann braucht man nur noch das Kabel aus dem Schlitten befreien und kann es daraufhin durch den Fuß nach oben ausfädeln. Voilà. Die Produkthaftung ist jetzt erledigt. Ich glaube, das wäre auch, wenn wir den einfach zur Reparatur einschicken. Erster Testversuch. Wir haben das Kabel so ein bisschen angeritzt, aber wir werden jetzt rausfinden, ob er sich trotzdem zerbindet. So, wir legen den jetzt einfach mal hier hin. Feldversuch. Ja, noch sagt er, aha, booten, Starlink kalibrieren. Tantan, online! Nach einem finalen Test, um nochmal sicher zu gehen, dass wohl alles genau passt, denn die Starbox dank Ricos und Ulis Millimeterarbeit wunderbar besteht, geht es also an den Zusammenbau des ganzen Dings. Als Schutz nach oben gegen das Plexiglas kleben wir Fensterdichtband auf das Starlink. Damit das Ganze dann auch hält und nicht hin und her rutscht, schrauben wir noch Winkel an die Innenwände, die wir kurzerhand aus einer Bananenkiste zweckentfremdet und mit Armaflex beklebt haben. An der Unterseite kommt dann noch etwas Schaumstoff zur Polsterung zum Einsatz und den Kabeldurchtritt polstern wir ebenfalls mit Schaumstoff und kleben ihn mit Zickerflex ab. So, das ist es nun, das Wunderwerk. Das Starlink in der Box mit Plexiglas drauf kommt jetzt aufs Dach. In der Hoffnung, es funktioniert. In der Hoffnung, es funktioniert. So, und der Mann sitzt da am Kabel. Yep. Und versucht das so einzuordnen, wie es sein soll. Yep. Findet man online, wie in welcher Reihenfolge die reinkommen. So, nach ewigem Hickhack alles eingefädelt, so wie man es online findet. Und mit diesem Trim-Tool hier einfach festgemacht. Das hat irgendwie 40 Euro gekostet, zusammen mit Steckverbindungen und noch anderem Kram. Jo. Und jetzt geht's aufs Dach. Uli ist schon oben und jetzt wird gebohrt. Ich habe die Hose voll. Nach gefühlt 10-maligem Nachmessen und Nachkontrollieren also der große Moment. Das Loch ist im Dach und zum Glück auch auf der anderen Seite im richtigen Oberschrank. Wir legen noch eine 12er Luftleitung als Kabeldurchführung ein, die wir extra noch einmal abdichten. Sollte also die gekaufte Kabeldurchführung undicht sein und sich das Wasser darin sammeln, ist der eigentliche Einlass somit immer noch etwas erhöht. Danach noch die Kabeldurchführung ankleben und fertig. Am nächsten Tag haben wir das Ganze dann noch zusätzlich mit Dichtband abgeklebt, damit hier auch wirklich kein Wasser durchkommt. Ein großer Moment, Dach ist durchgebohrt, Kabel ist verbunden und jetzt aber. Jetzt fliegen gleich die Funken hier. Okay, also. Wir stecken. Halleluja. Tan. Meine drei Helden. Ach Gott. Komm. Halleluja. Komm. Ja, was haben wir verdient?
So, es ist jetzt ein Monat vergangen. Wir wollten uns ein bisschen Zeit lassen mit dem Video, damit ihr euch auch ein bisschen von den ganzen Erfahrungen, die wir jetzt mit unserer Starbucks gesammelt haben, berichten können. Kurz und knapp, wir sind super happy damit, wir werden es jederzeit wieder machen. Wir haben es verglichen mit Ulis unumgebauten Starlink. Das hat genau die gleiche Geschwindigkeit im Endeffekt gehabt. Es fliegen wohl mittlerweile schon genügend Satelliten rum, dass es dieses Ausrichten eigentlich nicht mehr braucht. Wir haben das Kabel noch mit 3M-Band am Dach befestigt und haben hier noch eine kleine Schlaufe gelassen, wo wir noch in Zukunft das Kabel einmal trennen können und mit einem wasserdichten Outdoor-Verbinder nochmal wieder zusammenhängen. Das hat den Vorteil, dass wir die Box in Zukunft theoretisch auch mit dem Kabel, das wir noch übrig haben, neben das Auto auch stellen können, das Kabel zwischenstecken, hier anstecken und dann kann man es ganz normal auch daneben aufbauen. Sollte man mal unter einem Baum stehen und das nicht funktionieren. Bis jetzt hat es, seit wir es umgebaut haben, einen Tag nicht funktioniert und das war, weil wir mitten im Dschungel gestanden sind. Das hätte mit einem unumgebauten Starlink auch nicht funktioniert. Wir haben aber, seit wir die Starbucks haben, keine Telefonverträge mehr gebraucht. Das heißt, wir haben eigentlich unsere monatlichen Starlink-Kosten wieder dadurch erinnern, dass wir keine Telefonausgaben mehr haben. Das funktioniert für uns sehr gut. Die Box hat hier sicher auch schon den ein oder anderen niedrig hängenden Ast abbekommen und das bis jetzt sehr gut ausgehalten. Ist aber natürlich sicher nichts, was auf ewig halten wird. Ein Holz ist natürlich nichts, was so stabil ist wie eine Alukiste. Wenn man sich die baut, hat man sicher länger was davon. Wir werden das wahrscheinlich irgendwann mal ersetzen müssen. Aber das ist auch kein Problem. War einfach das, was wir zur Verfügung hatten zu der Zeit, woraus wir es bauen könnten. Darum haben wir es so gemacht. Nichtsdestotrotz, wir sind super happy, dass wir es gemacht haben. Wir können es nur weiterempfehlen. Logischerweise, wenn ihr euer Starlink zerschneidet, verliert ihr sämtliche Produkthaftungen und wir übernehmen natürlich keine Garantie. Dafür muss man ja immer im Internet dazu sagen. Das heißt, wer sein Starlink zerschraubt und das geht kaputt, ist selber schuld. Ja, das war's dann damit von uns. Wir wünschen euch frohes Starlink zerschneiden und ein schönes Wochenende und sehen uns dann nächstes Wochenende wieder mit der Spezialfolge zu Utah. Gute Zeit, gutes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ciao.